Wir haben Dagmar Berghoff gebeten, noch einmal für uns die Nachrichten zu lesen. Kommen Sie doch mal zu mir rüber, gerne, Frau Berghoff. Denn heute auf den Tag genau hat Dagmar Berghoff vor 40 Jahren zum ersten Mal die Tagesschau präsentiert. Und auch damals lief gerade eine Europameisterschaft und Sie mussten an einem Ihrer ersten Arbeitstage gleich bittere Nachrichten überbringen. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft verlor heute in Belgrad die Mannschaft der Bundesrepublik gegen die Elf der CSSR. In einem dramatischen Spiel gelang Hölzenbein buchstäblich in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit der Ausgleich zum 2:2 Unentschieden. In der nachfolgenden Verlängerung von 2x15 Minuten fiel jedoch kein entscheidendes Tor. Der Europäische Fußballverband UEFA hatte heute in Belgrad für diesen Fall beschlossen, dass das Spiel nicht wiederholt, sondern durch Elfmeterschießen entschieden wird. Dieses Elfmeterschießen entschied die Mannschaft der Tschechoslowakei mit 5:3 für sich. Die erste Frau der Tagesschau, Frau Berghoff. Und das zu einer Zeit, als der Chefsprecher, der damalige Karl-Heinz Köpke, noch der Meinung war, Frauen müssten sofort anfangen zu heulen, wenn sie harte Nachrichten präsentieren. Ja, nicht nur das, sondern Köpke meinte, Sport können sie nicht. Die sagen doch immer Schalke 05. Und Politik oder geschweige denn Wirtschaft, davon haben die überhaupt gar keine Ahnung. Also wahrscheinlich werden die Frauen schnurstottern und es werden es nie irgendwie gut und sicher über die Bühne bringen. Sie haben das dann 17 Jahre lang sehr gut über die Bühne gebracht und bis 99 haben Sie es gemacht, so ist es richtig. Bis Ende 99, war in der Silvesternacht. Um Gottes Willen, das ist natürlich richtig. Bis 99 und nach 17 Jahren haben Sie heute zum ersten Mal wieder Nachrichten gelesen in diesem Studio. Wie war das? Ja, aufregend, muss ich sagen. Es ist ein völlig anderes Studio als das, was ich gewöhnt bin, war. Aber es hat Spaß gemacht, es ist toll, die Kollegen zu sehen. Und ja, ich finde es schon spannend wieder. Es ist ein ganz spannender Beruf. So viele Wohnungseinbrüche wie noch nie. 167.000 im vergangenen Jahr. Das ist ein neuer Rekord. Jetzt will Bundesinnenminister de Maizière mit Hilfspolizisten gegen Einbrecher vorgehen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Dagmar Berghoff. Der Rheinischen Post sagte de Maizière, er könne sich den Einsatz von sogenannten Wachpolizisten vorstellen, die eine Kurzausbildung bekommen und Uniform und Waffe tragen. Sie würden die Polizeipräsenz erhöhen. Der Vorschlag des Bundesinnenministers stieß bei Opposition, dem Koalitionspartner SPD, aber auch bei der Gewerkschaft der Polizei auf Kritik. Die Sorge vor einem möglichen Austritt Großbritanniens aus der EU nach dem Referendum kommende Woche beschäftigte auch heute die Finanzmärkte. Immer mehr Notenbanken treffen Vorkehrungen für einen möglichen Brexit. Mehr dazu von Anja Kohl. Die Zentralbanken sind die Hüter des Geldes. Auch sie scheinen angesichts der knappen Umfragen zum Wahlausgang des Referendums etwas nervös zu werden. Sie wappnen sich gegen mögliche Folgen eines Brexits. Wegen denkbarer erheblicher Turbulenzen an den Finanzmärkten haben die Notenbanken der USA und Japans neue Maßnahmen erstmal verschoben. Die Federal Reserve eine weitere Zinserhöhung, die Bank of Japan eine weitere Lockerung ihrer Geldpolitik. Die Schweizerische Nationalbank ist wie alle anderen Notenbanken zu Stützungskäufen bereit. Bei einem EU-Austritt der Briten drohen heftige Währungsturbulenzen. Die Bank of England und die Europäische Zentralbank wollen sich im Brexit-Fall beistehen. Sie bereiten gegenseitige Liquiditätshilfen für die Banken vor. Die Brexit-Unsicherheit regiert die Märkte. Gold gilt als sicherer Hafen. Der Preis für die Feinunze stieg heute mit rund 1.300 Dollar auf den höchsten Stand seit fast 2 Jahren. Aus Aktien dagegen ziehen sich Anleger weiter zurück. Die Börsendaten. Der deutsche Aktienindex schloss schwächer bei 9.550 Punkten. Der US-Index Dow Jones ging mit 17.733 Punkten etwas fester aus dem Handel. Das neue Großprojekt des Verhüllungskünstlers Christo, The Floating Piers, ist installiert und steht kurz vor der Eröffnung. Nach monatelangen Vorarbeiten in Norditalien können die Besucher ab Samstag auf schwimmenden gelben Stegen über das Wasser des Iseo-Sees in der Lombardei wandeln. Die Stege sollen die Bewegungen der Wellen nachahmen. Der Künstler hat die Besucher im Vorfeld aufgerufen, sie möglichst barfuß zu überqueren, um die Wasserbewegungen zu spüren. Es geht weiter mit Karin Mioska. Toll, dass Sie hier waren und ihr uns im Studio besucht haben. Vielen Dank für den Besuch, Dagmar Berghoff. Danke auch. 2:2 unentschieden. In der nachfolgenden Verlängerung von 2x15 Minuten fiel jedoch kein entscheidendes Tor.
Der Europäische Fußballverband UEFA hatte heute in Belgrad für diesen Fall beschlossen, dass das Spiel nicht wiederholt, sondern durch Elfmeterschießen entschieden wird. Dieses Elfmeterschießen entschied die Mannschaft der Tschechoslowakei mit 5:3 für sich. Die erste Frau der Tagesschau, Frau Berghoff. Und das zu einer Zeit, als der Chefsprecher, der damalige Karl-Heinz Köpke, noch der Meinung war, Frauen müssten sofort anfangen zu heulen, wenn sie harte Nachrichten präsentieren. Ja, nicht nur das, sondern Köpke meinte, Sport können sie nicht. Die sagen doch immer Schalke 05. Und Politik oder... Brüche wie noch nie. 167.000 im vergangenen Jahr. Das ist ein neuer Rekord. Jetzt will Bundesinnenminister de Maizière mit Hilfspolizisten gegen Einbrecher vorgehen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Dagmar Berghoff. Der Rheinischen Post sagte de Maizière, er könne sich den Einsatz von sogenannten Wachpolizisten vorstellen, die eine Kurzausbildung bekommen und Uniform und Waffe tragen. Sie würden die Polizeipräsenz erhöhen. Der Vorschlag des Bundesinnenministers stieß bei Opposition, dem Koalitionspartner SPD, aber auch bei der Gewerkschaft der Polizei auf Kritik. Die Sorge vor einem möglichen Austritt Großbritanniens aus der EU nach dem Referendum kommende Woche beschäftigte auch heute die Finanzmärkte. Immer mehr Notenbanken treffen Vorkehrungen für einen möglichen Brexit. Mehr dazu von Anja Kohl. Die Zentralbanken sind die Hüter des Geldes. Auch sie scheinen angesichts der knappen Umfragen zum Wahlausgang des Referendums etwas nervös zu werden. Sie wappnen sich gegen mögliche Folgen eines Brexits. Wegen denkbarer erheblicher Turbulenzen an den Finanzmärkten haben die Notenbanken der USA und Japans neue Maßnahmen erstmal verschoben. Die Federal Reserve eine weitere Zinserhöhung, die Bank of Japan eine weitere Lockerung ihrer Geldpolitik. Die Schweizerische Nationalbank ist wie alle anderen Notenbanken zu... Wir haben Dagmar Berghoff gebeten, noch einmal für uns die Nachrichten zu lesen. Kommen Sie doch mal zu mir rüber, gerne, Frau Berghoff. Denn heute auf den Tag genau hat Dagmar Berghoff vor 40 Jahren zum ersten Mal die Tagesschau präsentiert. Und auch damals lief gerade eine Europameisterschaft und sie mussten an einem ihrer ersten Arbeitstage gleich bittere Nachrichten überbringen. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft verlor heute in Belgrad die Mannschaft der Bundesrepublik gegen die Elf der CSSR. In einem dramatischen Spiel gelang Hölzenbein buchstäblich in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit der Ausgleich zum... Geschweige denn Wirtschaft. Davon haben die überhaupt gar keine Ahnung. Also wahrscheinlich werden die Frauen schnurstottern und es werden es nie irgendwie gut und sicher über die Bühne bringen. Sie haben das dann 17 Jahre lang sehr gut über die Bühne gebracht und bis 99 haben Sie es gemacht. So ist es richtig. Bis Ende 99, ja, war in der Silvesternacht. Um Gottes Willen, das ist natürlich richtig. Bis 99 und nach 17 Jahren haben Sie heute zum ersten Mal wieder Nachrichten gelesen in diesem Studio. Wie war das? Ja, aufregend, muss ich sagen. Es ist ein völlig anderes Studio als das, was ich gewöhnt bin, war. Aber es hat Spaß gemacht. Es ist toll, die Kollegen zu sehen. Und ja, ich finde es schon spannend wieder. Es ist ein ganz spannender Beruf. So viel Wohnungseinbruch.